Willkommen zurück bei The Witcher 3. Und ja, wir haben gerade die letzten Typen hier umgebracht, die nicht mehr hier liegen. Gut. Kraki und Kruki, oder wie die hießen. Ich hatte nur zwei Söhne. Du hast meine Linie ausgelöscht. Tut mir leid, ich habe den Streit nicht angefangen. Sagt der Fremde die Wahrheit? Wer hat zuerst gezogen? Weiß nicht. Es ging so schnell. Wir hatten schon ein paar Hörner, Intus. Ich habe das Monster im Leuchtturm getötet, das euch gejagt hat. So dankt ihr es mir? Wir haben dich bezahlt. Wir schulden dir gar nichts. Ich will kein Blut vergießen mehr. Aber ich werde mich verteidigen, wenn's sein muss. Verteidige dich lieber vor dem Jarl. Wenn Lugos der Irre dich für unschuldig befindet, kannst du gehen. Ich soll von jemandem gerichtet werden, den ihr selbst einen Irren nennt? Entweder das, oder du musst gegen das ganze Dorf kämpfen. Das schaffst du auch mit drei Schwertern nicht. Stopp, die Wette gilt. Gut, zeig mir den Weg. Nein, 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 ich nehm's auch gern mit der ganzen Stadt auf. Ist kein Problem. können wir drüber reden, ist kein Problem. Aber die Möglichkeit besteht anscheinend nicht. Ich bin im Gefängnis? Tatsächlich, ich bin im Gefängnis. Wie geil ist das denn? Ich musste ja unbedingt bei der verdammten Taverne halten. Was wäre ich draußen froh? Ich nehme an, das ist der Einzige, mit dem ich reden kann. Simon Bergfink. Yes. Ja, ja. Was machst du? Ja, ja. Was machst du? Was machst du denn hier? Art? Weißt du, warum er uns so lange behält? Er will einen neuen Turm. Da braucht er viele Steine. Wann ist meine Verhandlung? Wenn der Jarl dich ruft. Wird nicht so bald sein. Je länger an der Steine klopft, desto weniger Widerworte gibt er vor Gericht. Dieser da hat ein Jahr gewartet. Der dort drei. Ja, dann würde ich sagen, töten wir einfach alles. Aber Lugos sagte, meine Verhandlung wäre heute, weißt du nicht mehr? Ach ja, stimmt. Komm mit. Perfekt. Meine Linie geht auf Ubin den Großen zurück. Dieser Hund hat sie ausgelöscht. Er muss sterben. Ich urteile hier live. Denk daran. Aber er ist ein Rumtreiber. Ein Fremder. Der verdient kein Verfahren, nicht mal den Tod durchs Schwert. Er... Nein, nur weiter. Ich möchte es hören. Geralt, ich hätte nicht erwartet, dich so bald wiederzusehen. Du hast mich hierher eingeladen, Lugos. Hast gesagt, ich fände hier Arbeit. Ja, Monster töten, nicht Menschen. Zur Sache. Leif sagt, du hättest seine Söhne Kori und Kraki getötet. Was sagst du dazu? Das ist korrekt. Ich habe mich nur verteidigt. Und Jorund. Niemand hat deine Worte bestätigt. Und niemand wird es tun. Es ist immer leichter, einen Fremden zu hängen, als einen der eigenen, nicht? Ha! Die Zunge so scharf wie die Schwerter. Scharf? Er beleidigt mich, Jarl. Unseren ganzen Clan. Der Kodex der Ahnen sagt... Ruhe! Meine Entscheidung steht fest. Geralt von Riva. Ich befinde dich des zweifachen Mordes für schuldig. Das Urteil lautet Tod durch Erstickung. Was? Aber du kannst dich freikaufen. Zahle das Gewicht von Kori und Kraki in Silber. Nein. Du weißt, dass ich das Geld nicht habe.
Sofern die Burschen nicht viel leichter waren, als sie aussahen. Das ist mir durchaus klar. Ich zahle den Blutpreis selbst. Was? Das ist gegen alle Gesetze. Ich mache hier die Gesetze. Geh nach Hause, Leif. Wenn du mich wütend machst, knote ich dir diesen Sack Silber um den Hals und werf dich ins Meer. Was sollte das Theater? Wenn du einen Hexer anheuern willst, sag das doch einfach. Wäre billiger gewesen. Erzähl mal, Hexer. Hast du irgendwelche Ehre? Hab ich. Ich hab Leif in deinem Namen bezahlt. Du stehst in meiner Schuld, einer Ehrenschuld. Du tust, was ich sage, also hör genau zu. Wen soll ich töten? Was? Mein Sohn Blaujung Lugos. Er ist verschwunden. Weder um gegen die Schwarzen zu ziehen, noch um ein Kloster zu plündern. Wollte zur Höhle der Träume im Süden der Insel. Von dort ist noch niemand zurückgekehrt. Du bist klug und gut mit dem Schwert. Das ist eine seltene Kombination. Also sollst du ihm helfen. Ich brauche einen Erben. Einerlei, was er drauf hat. Nimm deine Sachen und tu, was ich sage. Oder verliere deine Würde und deinen guten Namen für immer. Ach, sind die alle liebenswürdig. Ich muss sie nur kurz retten. Freunden und zeig mir das Herz. Feinden die Axt. Haben sie dir den Arsch schon mit Honig eingeschmiert, Held? Die Höhle der Träume ist 500 Meter weit weg. Komme ich da irgendwie schneller hin? Oh, ich habe hier... Oh, perfekt, warte. Ich habe hier gerade kurz mal... Also, wir sind wieder frei. Und eigentlich... jo. Wir sind auf jeden Fall wieder frei. Da unten ist auf jeden Fall noch ein Brett. Was ich gerne hätte. Ein Brettchen. Sorry. Gut, hier haben wir das Brett, wunderschön. Toll, diese Schwerter. Aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Uwe, das reicht. So. Jetzt ist, was ist das für eine Quest? Bring das gestohlene Horn. Was? Warte, warte, der hier ist echt witzig. Was ist da unten zwischen einem Nilfgaarder und... Grüß dich, Reisender. Hier ist dein gestohlenes Horn zurück. Und die Diebe habe ich getötet. Schade. Das waren keine bösen Männer. Sie haben mir keine Wahl gelassen. Wo ist meine Belohnung? Nimm sie. Und erschlag nächstes Mal Monster, verdammt. Bla 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 bla. So, ich war aber jetzt wegen einer anderen Quest hier. Hauptquest, Level 32. Achso, das ist Hearts of Stone. Okay. Nebenquest war ich gerade. Was? Level 13er Quest? Ja, Level 14 ist die Quest, die ich da gerade vorhabe zu machen sogar. Komm mal her, Plötze. Komm schon, Plötze. Ich weiß nicht, ob es sich wirklich lohnt. Also die Quest mache ich jetzt noch. Ich habe langsam tatsächlich genug von diesen ganzen niedrigleveligen Quests. Ich glaube, wir werden demnächst... also ob ich die niedrigleveligen Quests jetzt mit Level 40 mache oder mit Level 22... Ich glaube, es macht keinen Unterschied mehr. Also wenn ich später die Story noch weiter haben möchte, von wegen das alles noch weiter erkunden und so weiter und so fort, dann werde ich zurückgehen. Ich werde demnächst keine Nebenquests, also keine besonderen vielen Nebenquests mehr machen, die sehr stark unter meinem Level sind, weil ich einfach mittlerweile... wie gesagt, wir werden das später eventuell nachholen. Ich möchte erstmal tatsächlich... mal wieder ein bisschen Anspruch haben. Also ich möchte mal wieder anspruchsvollere Kämpfe haben und ein paar stärkere Gegner haben. Und deswegen, die kriege ich nicht mit meinem jetzigen System. Von wegen, dass ich die ganze Zeit niedrigstufige Quests mache. Beweg dich. Das heißt, die niedrigstufigen Quests, wenn ich die später machen werde, werde ich die halt, ja, ich werde die halt später machen. Damit die, ich meine, ob ich die jetzt mache oder nicht, ich mache die Gegner eh alle 1 oder 2 oder 3 Hit.
ob ich die jetzt halt nur mit einem Schlag besiege, nur um die Story zu erfahren, die hinter der Quest steckt, kann ich dann auch tatsächlich noch später machen. Das heißt, ja, das heißt das, was ich gerade meinte. Wir werden jetzt demnächst mal wieder uns an Quests bedienen, die unseres Levels würdig sind. Ja, eventuell haben es auch schon einige Leute gehofft oder nicht oder doch, wer weiß. Wir werden jetzt erstmal die Hauptquest so lange aufholen, bis wir ungefähr wieder in unserem Level sind. Und dann werde ich auch erst wieder mit Nebenquests anfangen. Und, siehst du die Augen? Er ist ein Ulfedin oder ein Berserker. Nein! Was willst du? Ich will mit Blaujung Lugos reden. Hat man Töne? Mit Lugos reden. Sonst noch was, Streuner? Mit Freya bumsen? Ist mir recht, wenn ihr es hinkriegt. Lukas erwartet mich, sollte ich nicht tun, weil hier sind zu viele Leute. Ist mir recht, wenn ihr es hinkriegt. Ich krieg ein Messer zwischen deine Rippen und dich auf den Grund der Bucht. Jetzt zieh ab. Zwing mich nicht dazu, dir weh zu tun. Ich hab schon genug Ärger. Du willst mir Angst machen? Mir? Jorulf, Sohn von Ottmar, auch als Vielfraß bekannt? Hey, was soll denn das Gebrüll? Da will ein Fremder aufs Langschiff. Hat hier angeblich Geschäfte. Aber... Lass ihn nur. Wenn er lästig wird, werfen wir ihn über Bord. Bis später, Jorulf. Sohn vom Vielfraß. Oder wie das war. Mach dich niemals über meinen Vater lustig. Jo, okay. Kannst mich mal... Lukas. Weißt du, wann ich das letzte Mal Landratten auf dem Schiff hatte? Nein. Als ich Gefangene von Velen zum Sklavenmarkt in Nazair brachte. Jetzt sag mir, warum du hier bist. Am liebsten, um dich zu töten. Dein Vater meinte, du könntest einen Hexer gebrauchen und ich schulde ihm was, daher... Ich habe ihm gesagt, er soll sich da raushalten. Ich komme prima alleine zurecht. Vielleicht stimmt das nicht ganz. Die Höhle der Träume, das soll ein gefährlicher Ort sein. Todesgefährlich. Darum will ich ja hin. Also gut, ich nehme dich mit. Sonst kriegt der Alte einen Anfall. Ich wollte gerade aufbrechen. Bereit? Jo. Wir können los. Ist es weit? Nur einen Steinwurf. Sammeln wir die Jungs und gehen rein. Bald wissen wir, ob an den Legenden was dran ist. Ja? Darf ich mich bewegen? Geralt, das sind die besten Krieger in meiner Mannschaft. Die kommen mit uns. Jorulf kennst du. Man nennt ihn Vielfraß. Tag. Und das hier ist Uwe Quasselströ. Die besten Namen. Erzählt ihr mir von der Höhle, bevor wir aufbrechen? Ich wüsste gern, wogegen wir vielleicht kämpfen müssen. Das kannst du nur selbst wissen. Die Alten sagen, dass man in der Höhle der Träume seinen größten Ängsten begegnet. Die einen nachts schreiend hochfahren lassen. Es kann etwas sein, was schon passiert ist, noch passieren wird oder auch nur passieren könnte. Ich frage mich, was ein Monster schlechter fürchtet. Doch genug geredet, Jungs. Zieht die Schwerter, los! Den Tod von Ciri. Na, dann wollen wir mal sehen. Ich gehe mal absichtlich voran. Wenn ich vor etwas keine Angst habe, sind es nicht. Die sind nur der Anfang. Die echte Herausforderung wartet an dir am Ende. Also. Weißt du, wie wir Mutter ins Gelege nennen? Nein. Milfgard-Samen. Kinder Milfgards. Weil sie schwarz sind. Feige und grausam. Links oder rechts? Oder muss ich hier noch warten? Ich muss hier noch warten. Okay. Das Totem. Genau wo es sein soll. Jetzt essen wir die Kräuter. Warum sollten wir das tun? Um weiterzukommen. Dahin, wo die Albträume sind. So will es die Legende und so machen wir es. Im Endeffekt haben wir gleich einfach nur alle Halluzinationen. Gut. Her damit. Nimm sie. Uwe, Jorulf, runter damit. Wir sind gleich einfach nur alle komplett high. Okay, super Idee. Ja, lass uns alle high in eine Höhle mit Neckar gehen. Ich fühle mich gar nicht anders. Du, Uwe? Du fragst deinen Stummen nach seiner Meinung. Das kommt schon, Kumpel. Also los, gehen wir.
Zeit, unseren Ängsten zu begegnen. Blaupal. Oh, ist das süß. Hier fahren jetzt schon Leute hupend durch die Gegend, weil Deutschland heute Abend um 21 Uhr gegen Italien spielt. Es ist 20 vor 7. Hör auf zu hupen. Den Klingenrücken da oben? Der ist zu groß für einen Klingenrücken. Das ist ein Blauer. Ein Blauer? Bei der kurzen Schnauze? Die Kräuter haben dir wohl die Sinne vernebelt. Lang lebe der König. Bram? Das ist unmöglich. Ich sehe, dass du vom Kampf erschöpft bist. Setz dich zu mir, Sohn. Trink etwas mit. Erzähl von deinen Abenteuern. Danke, mein König. Wir... Ich trinke nicht mit dir, alter Mann. Und ich nenne dich auch nicht König. Runter vom Thron. Solange es deine morschen Knochen noch hergeben. Uwe, du kannst sprechen? Ich habe nicht, aber... Und wieder beleidigst du mich, Uwe Quasselstripp. Beim ersten Mal überließ ich es dir, dich zu strafen und deine Ehre zu retten. Aber jetzt, jetzt wirst du sterben wie ein Trall. Die Aale werden deine Überreste fressen. Stirb, Abschaum! Kommt, Männer! Wer den Kopf von dieser Schwachen... Tanzen wir! ...erhält das Kommando über ein langes... Zauberei! Hexerei! Aua. Erstmal ohne, die ohne Schild. Die witzigerweise barfuß hier rumlaufen. Art. Stirb, Abschaum! Haben wir's? Ne, haben wir nicht. Seltsam. Die begegnen uns auf See doch dauernd. Ja, schon, aber die haben ja Flügel. Diese... Ich kenne... Ja. Oh, süß. Kann man euch helfen? Ja, du kennst es. Es ist deines Vaters Boot. Das du auf die Klippen gefahren hast. Ach, ich mache hier von jedem. Wenn du unserem Gesang lauschtest. Ich bringe euch um. Euch alle, ihr verdammten Seehuren. Versuch es doch. Aber ihn bekommst du nicht zurück. Du hast ihn erschlagen. Du bist ein Vatermörder. Tanzen wir! Komm, heil mich mal. Jorulf, es war ein Unfall. Der Alting hat dich von der Schuld freigesprochen. Das hilft meinem Gewissen nicht. Gehen wir. Okay, weiter. So, das war Albtraum Nummer 2. Also das erste war ja von dem Quasselstripp, das zweite jetzt vom Vielfraß, dann müsste das dritte ja jetzt der hier der Sohn sein, der Blau-Jong, ich weiß nicht, wie er heißt. Den die Expedition hier einführt. Tötet man ein Monster, kommt das nächste gekrochen. Das ist also der Albtraum eines Hexers? Nee. Das hier ist alles noch, hat noch nichts mit meinem Albtraum zu tun. Ich nehme stark an, mein Albtraum kommt als letztes. Nein, das ist sein tägliches Brot. Still, leise. Verdächtig. Das muss mein Traum sein. Ich fürchte gar nichts.
Glaubst du? Du fürchtest gar nichts, Junge? Du hast dir in die Hosen gepinkelt, als der Blitz bei uns in den Baum einschlug. Da war ich 3 Jahre alt. Seitdem habe ich hunderte Male gezeigt, dass... Du hast dich nass gemacht vor dem ganzen Dorf. Der Sohn des Jarls. Ach, diese Schande. Ich hätte dich verbannen sollen. Im Alter von 3? Du bist eine Vision, ein Geist. Eine Vision deines Vaters, den du fürchtest. Weil du weißt, dass du ihm nicht gerecht wirst. Dass du ihn enttäuschst. Ich bin ein besserer Krieger, als er je war. Beweise es, du kleiner Pisser. Irgendwelche letzten Worte? Tanzen wir! Kann ich sie löschen? Zauberei! Hexerei! Oh ja! Okay. Wunderbar. Wer ist jetzt der bessere Krieger? Wer? Lugos, lass ihn. Er ist nur eine Vision. Das stimmt. So, jetzt müsste mein Traum kommen, wenn denn einer kommt. Und das ist die wilde Jagd. Ja, ich hoffe, ihr Jungs werdet jetzt nicht alle 3 krepieren. Obwohl das sehr gut möglich sein kann. Willkommen bei der wilden Jagd. Das Einzige, was Geralt aktuell wohl fürchtet, dass die wilde Jagd Ciri einholt. Und Saruman. Nein, Sauron, Entschuldigung. Der König. König der wilden Jagd. Oh, cool, der ist sogar stärker als ich. Also ich meine, der ist Fragezeichen, Fragezeichen. So gesehen ist er nicht stärker als ich, weil ansonsten wäre die Quest nicht viel niedrigleveliger. Oder man soll hier verlieren, das weiß ich nicht. Über meine Leiche. Nichts ist leichter. Wisst ihr, teilweise haben die Quests echt so einen coolen Hintergrund. Steh auf, Geralt. Du hast deine Schuld beglichen. Du bist ein freier Mann. Wirst du deinem Vater erzählen, was dir in der Höhle der Träume begegnet ist? Natürlich. Vor ihm fürchte ich mich ja nicht, was? Es war eine Ehre, an deiner Seite zu kämpfen. Leb wohl, Geralt. Okay. Ich nehme das mal so hin. Und wie komme ich jetzt hier wieder raus? Hier raus? Ja. Quest abgeschlossen. Dankeschön. Auf geht's. Mal raus hier. So, wie komme ich jetzt am einfachsten hier weg? Mit diesem Pferd. Das ist mein Pferd. Ist das Plötze? Ist das Plötze? Komm schon! Ich nehme an, er führt mich zum nächsten Schnellreisepunkt. Tatsächlich. Das ist der nächste Schnellreisepunkt.
Ja, wie ich bereits sagte, wir werden jetzt die Hauptstory verfolgen. Das heißt, wir wollen Uma freikaufen. Ja. Gut. Gut, 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 gut. So, aber wie weit ist denn das hier weg? Nein, ich möchte nicht in die Höhle hier. Beweg dich! Da war ich, glaube ich, sogar schon drin. Komm schon, Plätze. Hoch. Komm schon, Plätze. Oha, Plätze. So. Wunderbar. Wir wollen einmal schnell reisen. Und zwar weg von Art Skellige. Wir gehen mal wieder zurück. Und zwar nach Velen. Velen gefällt. Ich mag Velen bis jetzt, glaube ich, tatsächlich am liebsten. Allerdings mag ich diese Stadt hier nicht. Ich mag die Stadt nicht. Die Stadt ist doof. Die lange Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Genau. Genau. Wir machen hier einen kurzen Cut.